Herzlich willkommen zu einer neuen Playlist von mir. Und zwar wird es eine Nerd-Playlist geben, auf der ich über mein ganzes Nerd-Zeug rede. Und heute geht es um das Spiel Zombicide. Das ist ein kooperatives Brettspiel, wo man mit bis zu 6 Leuten eine Gruppe von Überlebenden spielt, die in einer Stadt voller Zombies gefangen ist und man entkommen muss. Und das Spiel ist so aufgebaut, dass man halt auch eigene Charaktere bauen kann, wenn man möchte. Dass man die Karte immer wieder neu zusammenstellen kann und sich eigene Missionsziele überlegen kann. Wie zum Beispiel, alle müssen ein bestimmtes Gebiet erreichen und überleben oder nur einer. Es müssen bestimmte Zielpunkte abgegrast werden und so weiter und so fort. Auf jeden Fall kann man sich auch eigene Charaktere machen. Und das habe ich getan. Und weil ich auch sehr großer The Walking Dead Fan bin, habe ich mir gedacht, werden diese Charaktere auf The Walking Dead basieren. Wie man jetzt schon sieht, der erste ist natürlich Rick. Und was ich bei Rick gemacht habe, ich habe gesagt, als seine allererste Fähigkeit, er beginnt mit einer 44er Magnum. Das ist, man kennt Rick aus der Serie, er hat immer diesen Revolver dabei. Und den soll er auch jetzt direkt kriegen. Das ist eine relativ starke Waffe. Das ist, die Charaktere sind alle relativ stark, die ich gemacht habe. Das heißt, man muss sich dann tatsächlich auch ein Szenario aussuchen oder selbst kreieren, was der Stärke der Charaktere halt entspricht. Im gelben Bereich kriegt er eine zusätzliche Aktion. Das ist Standard in einem Spiel, daran wollte ich auch nichts drehen. Was Rick dann im orangenen Bereich bekommt, ist entweder ein zusätzlicher Würfel bei Fernkämpfen, einfach weil Rick in der Serie ja meistens schießt und ein relativ guter Schütze ist, oder ein Würfelergebnis im Fernkampf. Das heißt, wenn er für eine Waffe eine 4 oder besser würfeln müsste, könnte er das dann schon mit einer 3 oder besser erreichen. Wie gesagt, basierend darauf, dass Rick eigentlich in der Serie ein sehr, sehr guter Schütze ist. Im roten Bereich wird es dann interessant. Er kann entweder der geborene Anführer sein, das heißt, er kann in einer Runde einem anderen Charakter eine zusätzliche freie Aktion zur Verfügung stellen. Oder er hat die ruhige Hand. Diese Fertigkeit habe ich mir selber ausgedacht. Die basiert auch darauf, dass Rick ein guter Schütze ist und sorgt dafür, dass Fernkampfwaffen doch +1 auf die maximale Reichweite kriegen. Oder er kriegt eine freie Suchaktion, einfach weil Rick ja auch gerade am Anfang der Serie eigentlich ziemlich viel unterwegs ist und selber sucht und so, und das erst später durch andere Charaktere auch erledigt wird. Ja, das wäre Rick. Wie gesagt, er ist relativ stark, gerade mit der 44er Magnum am Anfang, aber ich denke, mit einem passenden Szenario ist das ja kein Problem. Das gibt das Spiel ja her. Als nächster ist Daryl dran. Daryl beginnt mit einer Armbrust. Ich weiß nicht, ob es in späteren Editionen noch eine Armbrust gibt. Ich habe jetzt eine eigene kreiert. Die Armbrust ist eine sehr gute Fernkampfwaffe, die halt auch gezielt wie ein Scharfschützengewehr eingesetzt werden kann. Und Daryl beginnt mit der Armbrust, halt auch eine starke Waffe, muss man im Szenario berücksichtigen. Ich meine, die Armbrust macht bei Daryl Sinn, das ist sein Markenzeichen. Er beginnt mit einer Aktion. Er kriegt eine Aktion in Gelb dazu. Dann gibt es noch das Mehr hast du nicht drauf. Das ist, er erträgt eine Wunde mehr, einfach weil Daryl ja doch sehr robust ist und relativ gut einstecken kann. Oder er kriegt noch einen zusätzlichen Würfel im Nahkampf, weil wenn er nicht gerade mit seiner Armbrust unterwegs ist, die eh schon sehr gut ausgerüstet ist, ist er ja eher der Nahkampftyp. Weil Daryl so tough ist und halt so ein richtiger Redneck, kriegt er im roten Bereich noch die Möglichkeit, halt die Nase zu wählen. Das bedeutet, er kann in jeder Zone, wo er einen Zombie getötet hat, kann er die Zone nochmal durchsuchen. Auch wenn es draußen auf der Straße ist. Eigentlich geht es im Spiel nur innerhalb von Gebäuden und nicht auf der Straße. Er kann es dann auch auf der Straße tun, solange er da einen Zombie getötet hat, weil er halt die stinkende Zombie-Leiche durchsucht. Dann hat er noch mal einen Würfel Nahkampf zusätzlich. Das heißt, er könnte sogar +2 Würfel Nahkampf sich holen. Das kann dann schon echt relativ gut sein. Ein Baseballschläger zum Beispiel hat eine Wirkung ab +3. Der hätte dann schon, der würde quasi einfach immer treffen.
Oder er kann Fährten lesen. Fährten lesen bedeutet Folgendes. Wenn Daryl in einer Zone steht mit anderen Überlebenden und in einer angrenzenden Zone sind Zombies, dann gibt Daryl jedem Charakter in der Zone, der mit ihm zusammensteht, eine zusätzliche Bewegungsaktion. Das ist halt das Sinnbild für Daryl kann die Fährten lesen, der Zombies, die schon hinter ihm sind. Ich weiß, es macht keinen Sinn, weil dann haben die noch keine Spuren hinterlassen, aber das ist halt so das, womit man es am besten vergleichen könnte. Er kann das quasi schon registrieren und kann jedem eine zusätzliche Bewegungsaktion geben, weil er die Leute quasi rechtzeitig warnen kann. Das wäre die Fähigkeit, die ich mir selber ausgedacht habe. Was ich dazu sagen sollte, auch bei den selbst ausgedachten Fähigkeiten und Waffen, die sind alle noch nicht erprobt. Ich werde mir ein paar Freunde schnappen und werde 2-3 Proberunden spielen. Oh, da war das Bäuerchen. Werde Proberunden spielen und werde gucken, wie gut das eigentlich alles harmoniert und funktioniert und wie ein Szenario aussehen muss, damit die Charaktere mit diesen Fähigkeiten Sinn machen. Weiter geht's. Der nächste ist Carl oder Carl, wie Rick ihn ja gerne ruft. Carl ist schlüpfrig. Er ist halt einfach der kleinste in der Gruppe und der wendigste. Er ist relativ schnell, deswegen ist er schlüpfrig. Er hat eine zusätzliche Aktion, wenn er nach Gelb kommt. Wenn er nach Orange kommt, hat er eine zusätzliche Suchaktion oder plus ein Würfelergebnis Fernkampf. Warum die beiden Sachen? Carl ist eigentlich relativ gut darin, Vorräte zu besorgen und zu finden. Gerade wenn die Gruppe halt noch keinen festen Sitz hatte in der Serie, war Carl in Staffel 3 und 4 und teilweise auch 5 eigentlich immer dabei, wenn es darum geht, Vorräte zu besorgen. Und halt Fernkampf, ein zusätzliches Würfelergebnis Fernkampf, weil er im Laufe der Serie ein guter Schütze geworden ist. Carl kriegt in Rot auch eine Sonderfertigkeit. Carl ist ein großer Bruder. Das ist er hat ja Judith als kleine Schwester und ich dachte, okay, das ist so vielleicht so ein bisschen das, womit man Carl symbolisieren kann, dass er ein großer Bruder ist. Das heißt, was er machen kann, er kann einer anderen Figur eine Wunde abnehmen. Das heißt, angenommen, Carl hätte jetzt ein Schutzausrüstungsding wie die Hockeymaske, aber eine andere Figur würde in einer Runde die Wunde abkriegen. Dann kann er in der nächsten Runde die Wunde der Figur nehmen. Die andere Figur ist wieder geheilt und er kann das Ding auch noch mit seiner Hockeymaske vertragen. Das heißt, er kann halt tatsächlich, oder wenn es wichtiger ist, dass die andere Figur überlebt, weil das Ziel der Mission vielleicht auch noch ist, ein paar Items mitzunehmen, wie Konservendosen oder Reis, und die Figur hat das alles, dann kann er dafür sorgen, dass die Figur halt besser dran ist. Er kann sich quasi in den Weg stellen und die Wunde nehmen. Oder er kriegt eine zusätzliche Bewegungsaktion. Das heißt, er ist halt einfach flinker. Oder er kriegt nochmal eine zusätzliche freie Suchaktion. Einfach weil er halt gut suchen kann und klein und wendig ist. Dann haben wir Carol. Carol beginnt mit der Machete. Einfach, weil sie mittlerweile auch relativ gut im Nahkampf ist und man das in der Serie auch sieht, dass sie halt sehr gut mit dem Messer hantieren kann und damit einfach sehr viel erledigt und da sehr routiniert geworden ist. Deswegen beginnt sie halt mit einer Nahkampfwaffe, auf jeden Fall mit einer guten. Auch die eine Aktion in Gelb. Was Carol auf jeden Fall machen kann und was ich ein bisschen berücksichtigen wollte, Carol ist ja wirklich ziemlich badass geworden. Aber was sie auch macht, sie ist halt so ein bisschen die Organisatorin von allem. Das heißt, was sie machen kann, sie kann verriegeln. Das heißt, sie kann geöffnete Türen wieder schließen. Oder sie kriegt eine zusätzliche Fernkampfaktion. Weil sie auch eine gute Schützin geworden ist in der Serie. In Rot kann sie entweder Sanitäter sein, das heißt, sie kann jemanden von einer Wunde befreien. Ähnlich wie Carl, nur dass sie die Wunde dafür nicht selber nehmen muss. Oder sie kriegt noch ein Würfelergebnis auf den Nahkampf, weil sie halt mittlerweile geübt ist. Oder sie kriegt noch eine Bewegungsaktion, weil sie halt auch sehr gut darin ist, Vorräte zu besorgen und sich schnell zu bewegen. Das war Carol. Glenn. Ich habe schon einige The Walking Dead Charaktere für Zombieside gesehen im Internet. Und
Da war Glenn irgendwie immer Ninja oder schlüpfrig und so, und ich wollte das jetzt einfach mal anders machen. Es macht zwar Sinn, Glenn schlüpfrig zu machen, aber allerdings ist Karl schon schlüpfrig. Und da fand ich es sinnvoller, dass Karl aufgrund seiner Größe schlüpfrig ist, weil Glenn etwas machen kann von Anfang an, das nennt sich Hamstern. Das heißt, er kann auf einen seiner drei Reserve-Item-Slots, kann er zwei Items legen. Das heißt, er kann tatsächlich gut Vorräte besorgen. Das ist ja gerade sein Ding am Anfang der Serie. Die zusätzliche Aktion in Orange kriegt er zwei Zonen pro Bewegungsaktion oder eine freie Suchaktion, was halt einfach symbolisiert, dass er derjenige ist für Vorräte, aber auch relativ flink ist. Im roten Bereich kriegt er eine SWAT-Ausrüstung. Damit ist er gerade in Staffel, lasst mich nicht lügen, 3, 4 und 5 unterwegs, weil sie das im Gefängnis finden und er nimmt halt so eine SWAT-Ausrüstung. Das heißt, er kann tatsächlich zwei Wunden vertragen und stirbt erst bei der dritten. Er kriegt einen zusätzlichen Würfel für jede Kampfaktion, weil er ein geübter Kämpfer ist, plus eine zusätzliche Bewegungsaktion. Das heißt, man kann mit ihm tatsächlich einen relativ guten Scavenger machen, also halt jemand, der Raubzüge veranstaltet und auch Vorräte beschafft und so. Nach Glenn kommt Maggie. Maggie beginnt mit dem Baseballschläger. Das ist nicht so eine gute Nahkampfwaffe. Warum beginnt sie damit? Weil der erste Auftritt in der Serie ist, wie sie angeritten kommt und einen Zombie-Kopf mit einem Baseballschläger zertrümmert. Die zusätzliche Aktion: Sie hat das Schicksal. Das Schicksal bedeutet, dass sie neu würfeln darf. Meine ich zumindest. Ja. Es ist Cory. Ich werde es ansonsten auch nochmal korrigiert runterschreiben, wenn es nicht stimmt. Sie kriegt nochmal eine freie Suchaktion, weil sie auch in der zweiten Staffel gerade relativ viele Vorräte beschafft. Ansonsten bei Rot, sie kriegt nochmal eine Kampfaktion, ein Würfelergebnis auf den Fernkampf oder einen Würfel für den Fernkampf. Was halt alles symbolisieren soll, dass sie echt von Anfang an eine geübte Kämpferin ist und da einfach sehr routiniert ist und sie ist tatsächlich ein offensiver Charakter. Michonne beginnt mit dem Katana. Das ist klar. Michonne muss mit dem Katana beginnen. Sie kriegt eine zusätzliche Aktion. Sie kann Schwertmeisterin sein, das heißt, sie kann alle Nahkampfwaffen behandeln, als hätten sie das Beidhändig-Symbol. Das heißt, sie kann auch zwei Katanas gleichzeitig mit einer Aktion schwingen und so weiter und so fort. Oder sie kriegt halt einen Würfel auf den Nahkampf. Sie ist eine absolute Nahkämpferin. Was sie auch machen kann, das ist auch eine Eigenschaft, die ich mir ausgesucht habe, angelehnt an sie in der Serie, sie kann ein Zombie-Meister sein. Das heißt, wenn sie in einer Zone mit mehreren Zombies steht, kann sie sich zwei Schlurfer oder zwei Läufer oder einen Läufer und einen Schlurfer, halt einen der Zombies mit einem Lebenspunkt raussuchen und kann diese beiden Zombies auf ihre Seite ziehen. Und wenn sie dann von den anderen Zombies angegriffen wird, werden zuerst diese Zombies attackiert und nehmen jeweils eine Wunde in Kauf. Ja, yep. Das heißt, sie hat nochmal so einen kurzfristigen Nahkampfschutz. Bringt halt auch nur was, wenn man nicht mit allzu vielen Zombies schon in einer Zone steht. Aber trotzdem, das kann sie halt machen pro Runde. Oder sie kriegt nochmal einen weiteren Würfel auf den Nahkampf oder eine freie Suchaktion, weil sie ja auch in der Serie am Anfang der vierten Staffel zum Beispiel sehr, sehr gut ist mit dem Suchen und sehr fleißig unterwegs. Ja, das wären meine The Walking Dead Charaktere. Man kann sich diese Character Sheets runterladen. Ich stelle den Link zur Verfügung. Ich stelle den Link für die Schriftarten auch online. Und eventuell, das muss ich mir noch überlegen, ob ich das möchte, stelle ich auch meine Character online. Ich habe die jetzt halt noch alle extra einlaminiert. Und was ich auch machen werde, ich werde mir auch Szenarien ausdenken und noch weitere Waffen, die vielleicht ein bisschen serienspezifischer sind, wie die Armbrust, und werde die auch einbauen und werde die dann nochmal vorstellen. Und ansonsten werde ich andere Spielvarianten des Spiels oder andere Charakterpakete noch zusammenstellen, nämlich passend zum Thema ein Charakterpaket für The Last of Us und noch einmal Resident Evil. Ja. Ich hoffe, euch hat dieser kleine erste Ausschnitt oder diese kleine erste Episode meiner Nerd-Playlist
gefallen. Und ihr werdet dann jetzt bald noch einige andere Sachen zu sehen bekommen von mir, die in Sachen Nerd gehen. Ich werde garantiert auch meine Iron Man-Rüstung, die ich gerade baue, mal vorstellen. Und so weiter und so fort. Es wird, glaube ich, eine ganze Menge passieren. Und ich hoffe, ihr habt Spaß an diesen eher unkomplizierten Videos. Bis bald!